Sechs körperliche Anzeichen, dass ein besonderer Mensch an dich denkt. Du fühlst es, wenn du Gedanken fühlen kannst. Jemand denkt an dich? Schöne Sache, doch wie können wir da sicher sein? In der Tat gibt es Mittel und Wege, wie sich Gedanken von Menschen, die uns nahestehen, in unser Bewusstsein schleichen können. Meist nehmen sie dabei den Umweg über unser Unterbewusstsein, doch die Botschaft kommt am anderen Ende dennoch sehr deutlich an. Schon die Generationen vor uns wussten, dass die klassischen Symptome wie Schluckauf, eine juckende Nasenspitze oder rote Ohren ein Zeichen dafür sind, dass jemand in Gedanken gerade bei uns ist. Auch Gänsehaut ist ein Klassiker, der diesen überirdischen Nachrichtendienst repräsentiert. Wir stellen dir in unserem heutigen Podcast deutliche Zeichen dafür vor, dass ein ganz besonderer Mensch gerade mit aller Macht gute Gedanken in deine Richtung schicken möchte. Nummer 1. Eine plötzliche Gefühlswelle kommt über dich. Gefühle sind eine ganz wunderbare Sache. Sie können uns innerhalb kürzester Zeit zu echten Höhenflügen verhelfen, vor allem dann, wenn sie wie aus dem Nichts über uns hereinbrechen. Wenn so ein Stimmungshoch dich plötzlich und scheinbar grundlos heimsucht, denkt jemand voller Zärtlichkeit gerade an dich. Es gibt dazu keine fundierten wissenschaftlichen Studien, aber negative Gefühle erreichen uns aus der Ferne nur selten. Wahrscheinlich verschlingen sie sich selbst, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Positive Schwingungen, Gedanken voller Liebe und Zuneigung und vielleicht auch die ein oder andere heimliche Schwärmerei hingegen gehen gern auf eine weite Reise, um ihre Empfängerin oder ihren Empfänger zu erreichen. Ob die Botschaft ankommt, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sensibel und offen die oder der Auserwählte für Telepathie ist und wie stark sein Unterbewusstsein auf solche Schwingungen reagiert. Gänzlich verstandesbetonte Menschen werden sich schwer tun mit der Vorstellung, dass man romantische Gefühle in wohlmeinende Gedanken verpacken und auf die Reise schicken kann, wie ein altmodisches Telegramm oder eine Textnachricht. Fragt man Liebende, die sich für dieses Thema durchaus erwärmen können, so wird man jedoch ganz sicher eine eindeutige Antwort erhalten. Nummer 2. Dein Unterbewusstsein spürt eine deutliche Präsenz. Es sind nicht immer die Geister unserer Verstorbenen, die sich in Form von einer unsichtbaren, aber deutlich spürbaren Präsenz wahrnehmen lassen. Wenn dein Unterbewusstsein eine Nähe registriert, die im Moment eigentlich gar nicht real sein kann, dann sind es die freundlichen und liebevollen Gedanken, die dir gerade jemand zukommen lässt. Stell dir dein Unterbewusstsein wie ein besonders feinmaschiges Netz vor, das eine Vielzahl mehr an Schwingungen auffangen kann, als es unser eher grobmaschiges, löchriges Bewusstsein jemals könnte. Was wir sehen, hören, riechen und schmecken können, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was tatsächlich jeden Tag 24 Stunden lang um uns herum geschieht. Höre einfach besonders aufmerksam in dich hinein, wenn du das Gefühl hast, gerade nicht mit deinen Gedanken allein in einem Zimmer zu sein. Wenn jemand sich dir nahe fühlen möchte, schickt er seine Gedanken aus, um zumindest einen Hauch dieser Sehnsucht stillen zu können. Nummer 3. Ein Lächeln ist ein ständiger Begleiter. Gute Gedanken sind magisch. Selbst aus der Ferne versprühen sie ihren zauberhaften Feenstaub über uns und lassen uns lächeln, ganz ohne ersichtlichen Grund. Dieser schöne Nebeneffekt lässt uns von innen heraus strahlen, da wir es mit jeder Faser unseres Körpers fühlen können, dass jemand gerade voller Zuneigung an uns denkt. Diese Emotionen sind stark, selbst wenn der Absender derzeit räumlich getrennt von uns ist. Nummer 4. Dein Geist wirkt abgelenkt und angespannt. Was unser Herz erfüllt, bestimmt auch unseren Geist. Die weniger angenehmen Seiten der Liebe, egal ob nah oder fern, sind die Ablenkungen, die sie mit sich bringt. Wir können kaum mehr einen klaren, vernünftigen Gedanken fassen und sind im Geiste eigentlich immer nur bei unseren Liebsten, aber nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kopf ständig Eingebungen folgt, die nicht der Wirklichkeit entstammen, sendet dir wahrscheinlich jemand gerade ein paar gute Schwingungen, die dich sogar aus der Ferne noch ganz gehörig durcheinander bringen können. Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel und sogar leichte Sehstörungen können die Folge davon sein. Wenn jemand so viel Aufhebens macht, um in deiner Wahrnehmung präsent zu sein, solltest du diesen Zeichen auf jeden Fall Beachtung schenken.
Die unangenehmen Begleiterscheinungen werden sich dann ebenfalls bald legen. Nummer 5. Du bist erfüllt von positiver Energie. Du könntest plötzlich Bäume ausreißen, die Welt umarmen und allen Problemen der Menschheit mit links entgegentreten? Gratuliere! Jemand schickt dir gerade eine ganze Menge guter Gedanken, die sich am anderen Ende der Leitung als Energieschub der ungewöhnlich starken Art manifestieren. Es gibt so Momente, an denen wir kaum zu bremsen sind und alle aufgeschobenen To-Dos einer ganzen Woche innerhalb kürzester Zeit erledigen können. Nutze diese Welle an dynamischen Vibrationen ruhig zu deinem Vorteil. Sie wird leider nicht von Dauer sein, das würden wir körperlich schon nicht aushalten können. Jemand meint es jedenfalls gerade ganz besonders gut mit dir. Wenn du erahnen kannst, wer dich mit so viel Power aus der Ferne unterstützen will, revanchiere dich gleichfalls mit schönen Bildern und positiven Affirmationen. Sie werden ihr Ziel ganz sicher nicht verfehlen. Nummer 6. Deine Augenlider zucken. Zu viel Bildschirmarbeit oder Magnesiummangel könnten für diesen Umstand natürlich auch in Frage kommen. Dennoch gilt ein unwillkürliches Zucken der Augenlider ebenfalls als untrügerisches Zeichen dafür, dass jemand gerade seine Gedanken in unsere Richtung lenkt. Die Augen sind ja bekanntlich der Spiegel unserer Seele und das Tor in unser Innerstes. Insofern wäre es schon sehr gut vorstellbar, dass die empfindliche Augenpartie starke Schwingungen deutlicher wahrnimmt als andere Regionen unseres Körpers. Wie schön ist die Vorstellung, dass wir jemanden im Moment gerade nicht sehen können, sie oder er uns jedoch trotzdem ins Auge fällt. Spätestens seit dem Roman »Der kleine Prinz« haben wir es schwarz auf weiß. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Gute Gedanken eines lieben Menschen aus der Ferne kann es zwar nicht visuell erkennen, aber wahrnehmbar sind sie auf diese Weise auch für unser Auge. Gute Gedanken sind niemals eine Einbahnstraße. Was wir empfangen, dürfen wir natürlich auch zurückgeben. Jeder Mensch, der uns nahesteht und uns etwas bedeutet, kann solche telepathischen Signale mit ein wenig Übung und ein wenig gutem Willen empfangen. Für alle Anfänger in Sachen Gedankenübertragung empfiehlt es sich, mehr Augenmerk auf die Träume zu legen. In ihnen regiert unser Unterbewusstsein und unser Bewusstsein hat dann Pause. Die Wahrscheinlichkeit ist also um einiges höher, dass wir liebevolle Schwingungen auf dieser Frequenz leichter wahrnehmen können als im Wachzustand. Eine schöne Vorstellung ist es allemal, dass wir die guten Gedanken unserer Lieben fühlen können und sie umgekehrt die unseren natürlich auch. Eine Trennung kann so besser und leichter überwunden werden und die Einsamkeit hat wesentlich schlechtere Chancen, ihre kalte Hand um unser Herz zu legen. Gedanken sind mächtige Dinge. Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel hielt dazu fest, das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat. Wenn du die deinen also teilst, indem du sie in die Welt hinaussendest, multiplizierst du damit zeitgleich das Glück und nicht nur dein eigenes. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!